Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Video von mir. Heute handelt es sich um ein Tutorial und zwar für die Haare. Das seht ihr vielleicht auch schon. Die sehen ein bisschen anders aus als sonst. Ja, es sind so wunderschöne Beachy Waves, die mich auch voll an so eine Meerjungfrau erinnern. Und ich finde jetzt zum Sommer und auch ein bisschen zum Herbst passt total gut. Und deswegen zeige ich euch einfach mal, wie es geht. Dann fangen wir gleich mal an. Also, das hier ist das Gerät. Es ist ein bisschen groß und sehr schwer, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Aber wir schaffen das schon. Ja, zuallererst kämme ich mal meine Haare durch. Dass die ganzen Knoten und so weiter draußen sind. Ja, so ganz grob einfach mal. So, dann nehme ich einen Haargummi. Also ich habe meine Haare schon eingesprüht mit dem Hitzeschutz von Got2Be. Das ist der hier. Schutzengel. Der ist eigentlich ganz gut, aber wenn ihr mir einen guten empfehlen könnt, wäre ich euch natürlich auch dankbar. Gut, also ich würde sagen, wir teilen jetzt erstmal die Haare ab, ein bisschen auflockern. So, und dann ziehe ich hier einmal so eine Linie, so eine Grenze. Ja, so ungefähr. Und dann mache ich hier oben einfach so einen kleinen Dutt irgendwie halt, dass die da oben bleiben. Man kann es auch mit einer Klammer machen oder mit so einem Spangern-Ding, aber sowas habe ich nicht. Deshalb nehme ich immer ein Haargummi. So, dann teile ich die einmal hinten. Ja, dann habe ich hier so zwei Strähnen. Sieht sehr geil aus, ich weiß. Ja, die kämme ich jetzt auch nochmal schön durch. So, dann nehmen wir das, ja. Zuerst nehmen wir eine Strähne, also ich nehme die meistens so, dass die so dünn sind. Also je nachdem, wie dick ihr das halt macht, desto gröber wird es eben. Wenn ihr kleinere Strähnen nehmt, dann wird es ziemlich fein. Und dann, also ich fange nicht direkt am oberen, also an der Kopfhaut an, sondern ein Stück weiter unten, ja. Und dann nehme ich das so, dass die Klemme unten ist, ja. Und dann setze ich das ungefähr hier an. So, dann müssen wir ein bisschen warten. Ihr müsst doch echt aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt, weil das passiert wirklich sehr schnell bei dem Gerät. So, und dann gehe ich ein Stück runter. Also dann gehe ich eine Lücke einfach weiter runter, eine Welle sozusagen, ja. Also ich bin hier und rutsche eins wieder runter. Und dann rutsche ich wieder eins runter. Und wieder eins runter. Und wieder eins runter. Und beim Ende müsst ihr echt aufpassen mit euren Fingern. Und wieder eins runter. Also ich habe es auf 180 Grad bei mir eingestellt. Da gibt es verschiedene Stufen. So. Und jetzt sieht es so aus. Die ist nicht ganz so wunderschön geworden, aber ja, das Prinzip ist eben so. Dann nehme ich die nächste Strähne. Moment. So. Und fange wieder hier an. Und gehe wieder runter. Je nachdem, je länger ihr es halt drauf bleibt auf der Stelle, desto welliger wird das Ganze. Und ihr müsst echt ein bisschen Muskeln haben vielleicht. Ich weiß nicht, also ich merke jetzt schon, dass es echt schwer wird. Also ja, es ist nicht ganz leicht. Also vom Gewicht her. Dabei waren auch so Handschuhe für die Finger, aber ich weiß nicht, ich kann mit denen gar nicht arbeiten, deswegen lasse ich das lieber.
Dann hätten wir eine Seite gemacht. Also schaut mal, ich zeige es gerade mal hier so. Also wie ihr seht, ist es eigentlich schon ziemlich schön lockig. Und ganz wichtig, den Hitzeschutz nicht vergessen. Weil das macht eure Haare sonst total kaputt und ja, das wollen wir ja nicht. Jetzt würde ich, ja, wobei wir fixieren das glaube ich erstmal mit ein bisschen Haarspray. Nur ein bisschen, also da habe ich dieses von Syos, das starke Halt Haarspray. Aber da könnt ihr einfach irgendeins nehmen. Ich finde das jetzt auch nicht besonders gut. Das nehme ich einfach nur, weil ich es noch habe. So, dann würde ich sagen, öffnen wir mal den Zopf. Und ich werde jetzt noch mal ein bisschen was abteilen. Und zwar so ein Stück einfach. Dann wären wir jetzt schon mal mit diesen Haaren fertig. Ja, also ich finde es wirklich sehr schön. Und dann öffnen wir den letzten Dutt. Und hier fange ich jetzt aber lieber von hinten an, weil dann kann ich sie sozusagen nach hinten wegwerfen, wisst ihr? Dann wären wir jetzt sogar am Ende. Also ich zeige euch gerade mal. So sieht es jetzt aus. Es ist jetzt noch ein bisschen extrem, aber das ändern wir jetzt. Deshalb gehen wir einfach, wie auch wenn man so seine Locken zerstören will, so ein bisschen durch die Haare durch. Geht auch ein bisschen über Kopf. Hui! Und wieder zurück. So. Und dann bekommt man auch ein bisschen mehr Volumen. Außerdem öffnen sich die Wellen dann so ein bisschen. Ja? Das sind nicht mehr ganz so extrem. Und ein bisschen Haarspray würde ich jetzt auch noch reinmachen. Ja. Vielleicht eventuell auch so ein bisschen in den Ansatz. Dass es so ein bisschen voluminöser wird. Weil man kann nie genug Volumen haben. Ja. Dass das Ganze so aussieht. War's auch schon vom heutigen Video. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir sagt, wie es euch gefallen hat und ob euch die Frisur so gefällt und ja, also ich würde mich auch echt freuen, wenn ihr das nachmachen würdet oder so, weil ich liebe dieses Gerät total. Also wenn es jetzt nicht heiß wäre, würde ich es küssen. Ich verlinke euch hier überall noch meine zwei letzten Videos. Und unten verlinke ich euch noch mein Facebook und mein Instagram. Steht aber auch alles in der Infobox, dann könnt ihr da draufklicken und dann könnt ihr mir überall folgen, wenn ihr mögt. Und ich würde mich auch total über ein Abo von euch freuen. Ja, so viel dazu. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!